Hallo meine Lieben, herzlich willkommen heute am Montag zu einem neuen Reading. Und zwar, wir schauen mal, welche Energien stehen uns denn jetzt zum Wochenbeginn bevor. Ja, ich bin heute mal wieder zu dem Krafttier-Orakel hingeführt worden. Ich dachte mir, wir könnten uns mal wieder zum Wochenstart ein Krafttier herausmischen. Das werden wir dann hier in unseren schönen Kartenständer geben. Und dann habe ich mir gedacht, ich bitte mal um 3 Klärungskarten aus dem Rider-Waite-Tarot und um 3 Klärungskarten aus dem Heart and Soul Lenormand. Bitte seht es mir nach, wenn ich momentan hauptsächlich dieses Lenormand verwende. Das wird sich wieder ändern, keine Sorge. Natürlich nehme ich auch die anderen Decks wieder. Aber ich bin einfach aktuell selber so begeistert von den Karten, weil sie einfach durch die vielen Zusatzkarten eine ganz bestimmte Note in die Legungen bringen. Ja, also die Legungen werden dadurch sehr präzise, noch detaillierter. Und diese neuen Impulse durch diese zusätzlichen Klärungskarten finde ich einfach klasse. Deswegen werden wir das nochmal verwenden, weil immer wieder Nachrichten kommen, wo ihr fragt, wo kann ich denn das Deck selber für mich erwerben. Das gibt es bei Amazon. Ich verlinke es euch auch nochmal hier in der Infobox. Und bitte bedenkt, es gibt es in 2 Varianten. Ich verwende hier die klassische Variante ohne die Begriffe auf den Karten. Aber wenn du selbst das Kartenlegen lernen möchtest, ja, und möchtest das so ein bisschen in Eigenregie auch machen, dann ist das Deck mit den Begriffen auf den Karten super gut für dich geeignet. Denn das sind Begriffe, die habe ich mir überlegt, ja, die kamen auch so ein bisschen aus der Intuition, wenn ich die Karten so gefühlt habe. Gerade bei den Klärungskarten ist das natürlich hilfreich, denn das sind ja Karten, die gibt es zum Teil auch überhaupt nicht in anderen Lenormand Decks als Zusatzkarte. Ich bin immer wieder erstaunt, wie stimmig dann aber doch diese Karten in die Legungen fallen. So, meine Lieben, ich habe die Karten schon mal vorgemischt. Wir legen los mit einem Krafttier für den Wochenstart. Welches Tier begleitet uns in die neue Woche? Ist das 1? Nein, das sind 2. Ich möchte bitte nur eines. Ein Krafttier bitte für die neue Woche. Mit welchem Tier geht es hinein? Da schaut jetzt eine raus, aber die will es noch nicht sein. Ah, okay. Hat sich ein bisschen bitten lassen, dieses Tier. Wir schauen mal, wer es ist. Oh, wie schön. Schaut mal, die Ente. Die Ente steht für die wärmende Herzensliebe. Hier heißt es, die Ente öffnet dir den Zugang zu der Geborgenheit und Wärme in deinem Inneren. Heilung und Erkenntnis liegen in dir. Ich zeige euch mal die Karte, ist die nicht schön? Und ich bin jetzt eigentlich sehr, sehr berührt, denn vielleicht hast du dir gestern das Seelenpartner-Reading angesehen. Ich habe ja gestern mal wieder nach der kollektiven Energie der Seelenpartnerschaften gefragt. Und da erhielten wir einen deutlichen Hinweis darauf, dass der kommende Vollmond im Zeichen der Jungfrau, der wird nächste Woche Dienstag stattfinden, am 7. März, eine große Welle der Herzöffnung ins Kollektiv bringen wird. Du wirst jetzt vielleicht denken, wie soll das gehen? Die Jungfrau ist eher ein relativ nüchternes Zeichen, ja. Aber was ich hier schon wahrnehme, und ich bekomme diese, ja, keine Ahnung, Eingebungen, ich weiß manchmal selber gar nicht, wo es herkommt, ja, immer schon so eine Woche vor den Mondenergien. Was ich hier spüre, ist, dass der Fische-Neumond, den wir jetzt hinter uns haben, ja sehr viel Emotion ausgelöst hat. Und gerade Menschen, die, und da gehört das Sternzeichen Jungfrau dazu, sehr im Kopf sind, ja, versuchen dann, wenn sie spüren, da möchten sich Emotionen den Weg bahnen, nochmal extrem die zu unterdrücken. Also man könnte sagen, da werden die Mauern ums Herz erstmal eigentlich noch höher gezogen. Aber gestern in diesem Seelenpartner-Reading kam heraus, dass gerade im Kollektiv der Seelenpartnerschaften die geistige Welt da etwas dagegen haben könnte, ja. Und dass hier Mauern eingerissen werden sollen, ja, um Menschen dabei zu helfen, ihrem Herzen zu folgen. Aber was ich auch wahrnehme, und da passt das so wunderschön jetzt dazu, vielleicht hast du ja
unabhängig von der Seelenpartnerschaft, das kann natürlich sein, muss aber nicht, in der Vergangenheit eine schmerzliche Erfahrung gemacht. Du hast dadurch selbst dein Herz ein Stück weit verschlossen, dann kann dir diese Vollmondenergie, und ich denke, dass die sich so ab vom Gefühl her vielleicht Donnerstag, ja, Mittwoch vielleicht schon, Donnerstag, Freitag einschwingen wird, kann dir diese Energie sehr dabei helfen, dein Herz wieder zu öffnen. Und wenn jetzt dieses Krafttier gefallen ist, bestätigt das alles, was ich gestern in diesem Seelenpartner-Reading gesagt habe, ja? Die Ente öffnet dir den Zugang zu der Geborgenheit und Wärme in deinem Inneren. Heilung und Erkenntnis liegen in dir. Die Erkenntnisse, ja, die uns weiterbringen auf unserem seelischen Entwicklungsweg, die finden wir in uns. Ja, da kann zwar etwas oder jemand im Außen hilfreich dabei sein, aber letztendlich erkennen wir nur durch die Innenschau, ja, dass wir immer wieder in uns hinein fühlen, auch was für uns gerade eigentlich aus unserem Herzen heraus entstehen möchte. Ja, du kennst das vielleicht, wenn du dich für etwas begeisterst, das kann ein Hobby sein, ja, oder keine Ahnung, ein schönes Foto, das du siehst, oder du begeisterst dich für ein Erlebnis in der Natur, dann sagt man oft, mir geht das Herz auf. Und genau das ist die Energie, die ich spüre, die hier mit diesem Vollmond ins Kollektiv kommt, dass wir Situationen begegnen werden und dürfen, die unser Herz wieder aufmachen, wenn wir es vielleicht verschlossen haben. Aufgrund von Ängsten, aufgrund von schlechten Erfahrungen der Vergangenheit. Und da ist die Ente als Krafttier wirklich so unglaublich passend. Ja, ich bin mal gespannt, was ich jetzt hier zeigen möchte. Wir bitten mal um 3 Klärungskarten aus dem Tarot. Warum ist hier die Ente gefallen? Da haben wir wieder die Siegeskarte. Die hatten wir schon am Freitag, wenn du meinen Wochenendimpuls gesehen hast, ja. Da geht es darum, dass du siegreich in einer Situation sein wirst. Vielleicht bedeutet das jetzt schon, dass du tatsächlich dein Herz verschlossen hast, aber dass du selber auch spürst, wie wichtig es für dein Vorankommen in deinem Leben, in deinen Beziehungen, in deinem eigenen spirituellen Prozess ist, das Herz vor allem für dich selbst wieder zu öffnen. Ja? Ja, du besiegst ein kopfgesteuertes Verhalten. Den Herrscher sehe ich jetzt hier als das Symbol für den Verstand. Der Herrscher ist ein sehr verstandesorientierter Mann, ja, der entscheidet oftmals aus gemachten Erfahrungen heraus, dann auch ein bisschen ego-basiert. Und das möchte überwunden werden, sagen mir diese 2 Karten. Ja, der Sieg über den Herrscher. Das fiel auch gestern im Übrigen im Seelenpartner-Reading mit dem Herrscher, diese Energie, dass es für uns im Moment darum geht, keinem anderen Menschen Macht über uns zu verleihen. Wir verschließen auch manchmal unser Herz aus Angst heraus, dass wir es einem Menschen vielleicht wieder gestatten könnten, Macht über uns zu erlangen. Das kann entweder jemand aus der Vergangenheit sein, der jetzt wieder in dein Leben zurückkommt. Passiert im Moment auch sehr, sehr häufig. Ja, dazu passte auch gut die Tageskarte gestern auf Facebook und Instagram. Da fielen ja die 6 Kelche, eine der Seelenpartnerkarten im Deck. Da geht es aber überhaupt auch um Menschen, die aus unserer Vergangenheit plötzlich wieder auftauchen. Und gerade dann, wenn du dich vielleicht aus einer Situation befreit hast, in der du schon mal deine Macht abgegeben hattest, bereitet das natürlich Angst, wenn man dann plötzlich wieder was vom anderen hört oder er oder sie meldet sich plötzlich wieder. Und dann passiert das auch, dass man sein Herz verschließt. Aber dadurch
nehmen wir nicht unbedingt die Lernaufgabe an in dieser ganzen Situation, denn lernen dürfen wir, dass wir trotzdem diesem Menschen herzoffen begegnen. Denn wie gesagt, wir können unser Herz nicht nur für jemand anderen verschließen, es ist dann immer auch für uns selbst verschlossen, auch ein Stück weit für die Menschen, die wir lieben in unserem Umfeld. Ja, wir werden auch nicht unseren Kindern, unseren Tieren, unseren Eltern gegenüber so herzoffen, im wahrsten Sinne des Wortes herzlich, gegenüber sein können, wenn wir beschlossen haben, wir verstecken unser Herz hinter einer Mauer. Und dann geht es darum, diesen Herrscher im Sinne der Macht zu besiegen. Ja, einfach zu sagen, ja, auch wenn sich da jemand meldet aus der Vergangenheit, ja, ich schaue mir an, was macht das mit mir, aber ich gebe diesem Menschen keine Macht darüber, wie ich mich fühle. Ja, ich bin sehr gespannt auf die dritte Karte jetzt. Welche Karte möchte ich hier zu diesem Thema noch fallen? Oh, die 10 Kelche, ja wunderschön. Die 10 Kelche ist eine ganz hohe Glückskarte im Tarot, die steht für eine erfüllte Zukunft. Also das heißt, wenn es dir gelingt, ja, entweder wenn der Herrscher jetzt für dich gefühlt für dein eigenes Ego steht, für deinen eigenen Verstand, für die Vernunft, wenn es dir gelingt, vom Verstand ins Herz zu gelangen, schaffst du die besten Voraussetzungen für eine glückliche und erfüllte Beziehung. Ja, so fühlt sich das für mich an. Denn die 10 Kelche, das ist ja eine der höchsten Liebeskarten. Ja, da geht es vor allem auch darum, das ist so diese Brücke, die ich immer habe zu den 10 Kelchen, dass zwei Menschen zunächst ihre eigenen 9 Kelche mit Selbstliebe und Selbstwertschätzung füllen, sodass sie dann automatisch mit einem Menschen in Resonanz gehen, der ihnen den 10. Kelch reicht. Nämlich auch einen gefüllten Kelch, einen mit Liebe gefüllten Kelch, weil dieser Mensch ebenso seine Kelche gefüllt hat. Ja? Und das ist auch das, darum ging es ja letzte Woche schon mal im Kollektiv, vor allem auch in dem One-Card-Channeling am Mittwoch, dass viele karmische Seelenpartner ja, sich aus unserem Leben verabschiedet haben oder dürfen sich verabschieden. Das merkst du vor allem daran, dass es sich um einen karmischen Seelengefährten handelt und das ist nicht auf die Liebe nur bezogen. Das kann ein Arbeitskollege sein, das kann dein Chef sein, das kann eine Freundin sein, ein guter Kumpel. Ja, wer immer in dein Leben kommt und bringt dir eine Aufgabe, die dich schon ein bisschen herausfordert, ja, und die vor allem auch deine eigene Entwicklung betrifft, kann ein Seelenpartner sein. Das muss er oder sie nicht, kann aber. Aber das Gute an diesen Karma-Gefährten, ja, nenne ich sie mal so, ist, wenn du diese karmische Aufgabe erlöst hast, wenn du gemeistert hast, was dieser Mensch dir mitgebracht hat, dann kann dieser Mensch auch dein Leben verlassen und du fühlst dich danach befreit und kannst weitergehen. Und wenn er oder sie dann nach einer Zeit wieder in dein Leben zurückkehrt, ja, dann weißt du, du hast das Ganze besiegt. Dieser Mensch hat keine Macht mehr über dich, denn du weißt, du hast Glück und Erfüllung verdient. So. In den Seelenpartnerschaften, ja, weil da kamen gestern auch über das Handy wieder ein paar Fragen dazu, deswegen sage ich es jetzt hier nochmal, in den Seelenpartnerschaften, in denen du aber das Gefühl hast, selbst wenn mal eine karmische Lektion gelernt ist, ein Zyklus hat sich geschlossen, dieser andere Mensch ist permanent in deinem Energiefeld und dem anderen geht es ebenso, ja, dann darfst du davon ausgehen, dass es sich hier um eine intensivere, eine engere Seelenverbindung handelt, dass ihr vielleicht schon viele Inkarnationen miteinander verbracht habt. Und in diesen Verbindungen dürfen sich Zyklen schließen. Da darf auch jeder erstmal seine Aufgabe bewältigen, ja, seine Kelche füllen. Aber dann werden sich höchstwahrscheinlich auch irgendwann wieder neue Zyklen eröffnen.
Ja, ich habe so in den letzten Monaten ja vermieden, diese Begrifflichkeiten immer so zu benutzen, ja, die man früher so benutzt hat mit Dual und Zwillingsseele und Karma-Partner. Das spielt für mich keine Rolle mehr. Es gibt Seelenpaare, die lernen miteinander eine karmische Lektion und wenn die erlöst ist, darf sich das Ganze auflösen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe viele Klientinnen, die im letzten Jahr, auch zwei Klienten, die im letzten Jahr wirklich sehr gut losgelassen haben, ihre karmische Lektion gelernt hatten und jetzt aber bereit sind für Neues. Da ist das Herz dann aber auch irgendwann bereit, sich wieder zu öffnen. Ja, aber es gibt natürlich auch diese sehr, sehr intensiven Seelenverbindungen, wo man einfach spürt, da hat sich zwar ein Zyklus geschlossen, aber der andere ist trotzdem noch präsent und bei vielen täglich. Ja, das ist eigentlich das schwerere Los, wie ich ja, ja letztendlich am eigenen Leib erfahre, in meiner eigenen Seelenpartnerschaft. Ja, das ist, weil dann hast du eigentlich nur die Möglichkeit, dich damit zurechtzufinden und zu sagen, okay, ich weiß, es gibt diesen Menschen, ja, und ich muss jetzt einen Weg finden, damit umzugehen. Und wenn es in eine Beziehung führt, dann muss man, trotzdem man dann zusammen ist, die Aufgaben erkennen und, ich sag mal, parallel voneinander lösen. Da ist dann immer mal eine Zeit des Abstandes angesagt, dann findet man sich wieder, aber auf anderer Höhe, ja, der Entwicklung, also man könnte sagen, mehr auf Augenhöhe. Und dann kommt aber vielleicht wieder eine neue Prüfung. Also das wollte ich jetzt mal extra noch mal ein bisschen deutlicher sagen, ja. Weil da gestern eben nach dem Reading wieder einige Fragen kamen. Ja, Uli, woher weiß ich denn jetzt, wie intensiv diese Seelenpartnerverbindung ist? Das spürst du, ja. Der Magier liegt an der Unterseite des Decks. Wunderschön. Ja, es geht in diesem Jahr 2023 um den Neubeginn. Aber wir dürfen nicht vergessen, auch der Magier hat hier einen gefüllten Kelch auf dem Tisch stehen. Der hat ja schon alle Voraussetzungen gesammelt für seinen Neubeginn. Ja, er hat die Münze für seinen Selbstwert. Er hat das Schwert, um sich aus Situationen zu trennen, die ihm nicht gut tun. Er hat den Stab, ja, für emotionale Unabhängigkeit, für die Verbindung hier nach oben zur geistigen Welt. Und er hat den gefüllten Kelch. Das heißt, für deinen Neubeginn ist es eigentlich unabdingbar, ja, deine Herzensliebe zu spüren. Es geht jetzt mehr denn je, meine Lieben, ums Fühlen. Ja, zerdacht haben wir in den letzten Jahren alles. Jetzt dürfen wir ins Fühlen kommen. So, was sagte nun unser wunderschönes Heart and Soul Lenormand dazu? Drei Karten bitte aus dem Lenormand. Was dürfen wir von der Ente lernen? Die wärmende Herzensliebe. Mach es dir in dir gemütlich, ja? Kommt mir da in den Sinn. Eine erste Karte haben wir. Ja, das ist dieser Turm, sinnbildlich, den wir besiegen dürfen als Mauer um das Herz, ja. Ich habe bei der Auswahl des Motivs mit der Sabine wirklich lange gesucht. Sabine hat ja die tollen Fotos gemacht für die Karten. Und dieser Turm erschien mir einfach so passend, weil er tatsächlich aussieht, als würde er wie eine Mauer um etwas herumstehen. Und der Turm steht im Lenormand für eine Trennung, aber eben auch, und das wollte ich mit dieser Karte zum Ausdruck bringen, für das Abgetrenntsein, für das Gefühl, sich selber abgetrennt zu spüren von allem, was ist, ja. Deswegen hier auch der Schnee, das erinnert mich ein bisschen so an den Eremit im Tarot, der steht ja auch auf Schnee, ja, im Original Rider-Waite Tarot. Und das zeigt nochmal, wie wichtig es ist, ja, hier hinter diesem Turm diese wärmende Herzensliebe zu bringen, dass diese Mauer, ich hätte jetzt fast gesagt, schmilzen kann, das trifft ja eher auf den Schnee zu. Ja, und der Kompass, wundervoll. Der Kompass ist unsere Seele, ja, die uns auf den richtigen Weg führen möchte.
Und hier auch unter dem Herrscher, ja, und mit der wärmenden Herzensliebe bestätigt sich eigentlich, dass viele Menschen mehr und mehr beginnen, der Stimme der Seele zu folgen. Diese Herzöffnung, die bereits im letzten Jahr begonnen hat, die im Kollektiv stattfindet, die setzt sich immer mehr durch und wir werden es in diesem Jahr weiterhin damit zu tun haben, dass mehr und mehr Menschen auch spüren, da gibt es überhaupt diese Stimme in mir. Ja, da ist etwas in mir, das sehr, sehr weise ist und das mir im Prinzip alle Antworten auf meine Fragen liefern kann. Und wenn wir unserem Herzen folgen, dann folgen wir auch unserem inneren Leitsystem. Denn ein Leben, ja, möchte von der Seele nicht aus dem Verstand herausgeführt werden, sondern aus dem Herzen heraus. Ja, ganz tolle Zusatzkarte, wie ich auch finde. Mir war wichtig, eine Karte für die Vogelperspektive in dieses Deck zu integrieren, denn ich finde, auf unserem spirituellen Entwicklungsweg ist einfach unfassbar wichtig, unsere Situation immer mal wieder von oben zu betrachten. Und das passt sehr schön zu dem, wenn du dich vielleicht fragst, hat noch jemand oder etwas Macht über mich? Ja, gelingt es noch jemandem durch das, was er tut oder sie oder was er oder sie nicht tut, zu bestimmen, wie ich mich fühle? Und wenn das der Fall ist, dann geh mal in die Vogelperspektive. Schau mal von oben auf die Situation. Ist das das, was du für dich möchtest? Dass du jemand anderem im Prinzip die Power verleihst, darüber zu entscheiden, wie es dir geht. Oftmals, wenn wir gerade in diesen Situationen, ja, um die es jetzt ging hier, das Gefühl haben, wir sind gefangen in einer bestimmten Lage. Ja, also dass du ein bisschen so das Gefühl hast, ich kann aber gar nicht anders, als den anderen zu vermissen. Oder wenn er oder sie sich meldet, dann bin ich sofort wieder in der alten Energie und wünsche mir nichts sehnlichster, als dass dieser Kontakt weiter besteht. Ja, oder dass hier vielleicht eine Nachricht kommt, die mir endlich das Erwünschte bringt. Und wenn wir so emotional verstrickt sind, dann neigen wir auch dazu, uns wirklich auch viel gefallen zu lassen, viel mitzumachen. Ja, und da ist es so heilsam, sich mal nach oben zu begeben, in eine neutrale Position. Du kannst dir auch vorstellen, dein bester Freund, deine beste Freundin schaut von außen auf die Situation. Was würdest du dann sehen, wenn du wirklich neutral von oben drauf blickst? Was würde deine Freundin oder dein Freund dir raten in der Situation? Ja, das bringt sehr, sehr viel Klarheit. Was haben wir an der Unterseite des Decks? Den Mond. Das könnte schon, weil es hier auch der Vollmond ist, der abgebildet sein, der Hinweis darauf sein, dass dieser kommende Vollmond in der Jungfrau hier wirklich, was diese wärmende Herzensliebe betrifft, sehr, sehr wirkungsvoll sein kann. Das war gestern, wie gesagt, in dem Reading für mich so deutlich spürbar. Und wenn das jetzt hier eigentlich wieder aufgegriffen wird, ja, ihr habt gesehen, ich habe alles live gemischt, dann darf ich schon davon ausgehen, dass meine Intuition da richtig sein könnte. Da freue ich mich jetzt schon wieder auf die nächste Vollmond-Session, wenn es dann darum geht, unser Herz zu öffnen. Ja, denn die Energieübertragungen sind auch im Moment sehr, sehr hoch von einem Menschen zum anderen. Unsere Hellsinne werden immer feinfühliger. Wir werden immer mehr fähig, auch telepathisch Nachrichten zu senden und zu empfangen. Ja, dadurch wird die Energieübertragung heftiger und deine eigene Herzöffnung kann damit auch eine Herzöffnung bei anderen Menschen bewirken. Denn immer dann, meine Lieben, und das kennt ihr aus dem Alltag, je offener, je herzlicher, je freundlicher, je empathischer wir auf Menschen in unserem Umfeld zugehen, desto größer ist die Chance, dass wir auch ihr Herz berühren. Vielleicht wird uns das nicht immer gleich so gezeigt. Wir dürfen aber davon ausgehen, dass ein herzliches Lächeln, was wir einem anderen Menschen schenken, oder einen liebevollen Gedanken, ja, den wir an ihn schicken, dass das energetisch etwas bewirkt.
Denn Energie geht nie verloren. Wenn du liebevolle Energie, ja auch telepathisch, an einen anderen Menschen schickst oder auch an ein Tier, ja, kannst du mit deinem Haustier ausprobieren, dann wird das dort ankommen. Tiere und Kinder spiegeln uns das im Übrigen am deutlichsten wider. Ja, die sind hier noch am unverfälschtesten. Ja, wundervoll, meine Lieben. Ich freue mich auf die nächsten Tage. Morgen wird es ein Single-Reading geben. Morgen am Dienstag hier auf YouTube. Ja, im Rahmen des Zwischenzeit-Readings für den März frage ich mal wieder explizit nach den Singles, denn darum habt ihr mich gebeten und ich komme ja immer gerne euren Wünschen und Anregungen nach. Also morgen ein Zwischenzeit-Reading für die Singles hier auf YouTube für euch. Wenn euch das Reading gefallen hat, bitte gebt mir einen Daumen hoch. Ich liebe es, dass die Videos bei euch wirklich im Moment so gut ankommen. Ich scheine für viele Mitglieder unserer wunderschönen Heart and Soul Family aktuell die Energien sehr treffend zu erfassen. Das macht mich natürlich ein bisschen stolz. Das erfüllt mich mit großer Dankbarkeit. Und ja, ich freue mich auf alles, was mit euch kommt, meine Lieben. Habt einen schönen Montag, einen guten Start in die Woche. Und ja, ich freue mich aufs nächste Video mit euch. Eure Uli. Tschüss.